Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Einführung in Big Data und Künstliche Intelligenz. Mein Name ist Dr. Frank Kramer, ich bin promovierter Informatiker und ich arbeite im IQSH für das Sachgebiet Digitalisierungskonzepte, Grundsatzfragen und Datenschutz. Bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag starten, ein kleiner Hinweis. Das Thema Big Data und Künstliche Intelligenz ist ein sehr spannendes, aber auch ein sehr komplexes Thema. Es erfordert häufig höhere Mathematik und komplexere Berechnungen. Das Ganze kann hier natürlich in einer Einführung nicht so in voller Breite dargestellt werden, weswegen an einigen Stellen das ganze Thema etwas heruntergebrochen und vereinfacht ist, damit diese Einführung für Sie auch gut verständlich ist. Fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Vortrag an. Stellen Sie sich vor, Sie sehen irgendwo in der Zeitung folgende Pressemitteilung. Die Universität Kiel hat heute bekannt gegeben, dass sie für ihr Institut für Informatik für ein breites Spektrum von Studenten aus Reihen anderer Disziplinen geöffnet hat. Dies ist der erste Tag der ersten Kieler Summer School, die Universitätsstudenten aus über 80 Ländern offen stehen, die sich aber auf KI spezialisieren. Die Kieler Summer School AI ist nicht einfach nur eine Sommerschule, sondern ein neuer Ansatz für die Lehre von künstlicher Intelligenz und Big Data an der Universität, sagt Professor Peter Schmidt vom Institut für Informatik der Universität Kiel. Es geht darum, Studierenden und Hochschullehrenden die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen und so weiter und so weiter. Sie sehen, hier wird auch noch der gute Herr Seibold als Organisator genannt. Und wenn Sie diesen Text lesen, sieht es aus wie eine ganz normale Presseerklärung. Wenn man etwas genauer hinguckt, muss man feststellen, dass dieser Text überhaupt nie von irgendeinem Menschen geschrieben wurde. Der Text an sich wurde mit den Stichwörtern KI durch ein sogenanntes KI-System, das Textsynthese generiert. Das heißt, der ganze Text wurde von einem Computer geschrieben. Die Personen, die Sie auf den Bildern sehen, die gibt es gar nicht, weder mit dem Namen noch mit den Bildern. Selbst die Bilder sind einfach nur generiert durch eine künstliche Intelligenz. Und weil TextSynth auf Englisch funktioniert, wurde der ganze Text am Ende auch noch durch einen KI-Übersetzer, der DeepL heißt, übersetzt, sodass der ganze Text am Ende so für Sie hier steht. Sie sehen, die Anwendung von KI für sowas ist schon relativ gut fortgeschritten. Und das betrifft jetzt nicht nur einfache Pressemitteilungen. Jeder hat heutzutage wahrscheinlich schon mal so einen Smart Speaker gesehen. Das jetzt ist jetzt der Amazon Alexa Speaker. Da gibt es natürlich auch von Apple Siri, von den Google Assistenten Cortana bei Windows. Das ist ja relativ breit heutzutage aufgestellt. Sie haben natürlich nicht nur so Open-Source-Varianten wie TextSynth, sondern es gibt auch richtig professionelle. Das hier wäre jetzt Headlime, der hilft einfach per KI Texte zu generieren. Ein Beispiel wäre, dass man mit so einem System es auch schon geschafft hat, in einem Blog auf User-Diskussionen zu antworten und erst nach 30.000 von der KI gegebenen Antworten ist den Leuten aufgefallen, dass es hier vielleicht gar nicht ein Mensch ist, mit dem sie gerade reden. Auch bekannt sind Chatbots, also Assistenzsysteme. Sie tippen hier ihre Fragen ein und der Chatbot antwortet ihnen. Und diese Chatbots können mittlerweile sogar Smalltalk unterstützen. Das heißt, sie können den Chatbot auch fragen, wie es ihm geht, und er antwortet ihnen. Es gibt einfach nur KI-gestützte Programme. Das hier ist jetzt DeepL. Das ist das, womit wir vorhin auch schon den Text gesehen haben, womit er übersetzt wurde, in die man einfach Text übersetzen lassen kann. Und ich habe gehört von einem Englischlehrer, dass für Englisch DeepL Texte so übersetzt, dass ein Englischlehrer nicht mehr sagen kann, ob es ein Mensch oder ob es DeepL war, der das übersetzt hat. Und zum Schluss, wenn man etwas weiter guckt, gibt es natürlich so etwas wie Robotik. Das hier ist Pepper, ein Roboter, der in Japan entwickelt wurde zur Unterstützung von alten Menschen. Er unterhält sich also mit den älteren Menschen und stellt ihnen zwischendurch Aufgaben, damit sie sich so ein bisschen geistig beschäftigen, und hilft entsprechend an der Stelle für diese Bereiche, wird jetzt aber auch mittlerweile auch schon in ersten Schulen eingesetzt und kommt dort in die Klasse. Also Pepper ist auf dem Vormarsch, auch was Robotik angeht. Das sind alles so Anwendungen, die mit KI zusammenhängen. Und da ist natürlich dann jetzt die Frage, was ist überhaupt KI und was hat das Ganze mit Big Data zu tun? Und das soll im Rahmen dieses Vortrags Ihnen einmal etwas näher gebracht werden in einer ersten Einführung. Wir starten dann mit der künstlichen Intelligenz, gehen weiter zu der Frage, was Big Data ist, um dann zusammenzubringen, was KI-Verfahren und das Training von KIs mit diesen beiden dann auch zu tun hat. Dann möchte ich einmal ganz kurz ein Beispiel von einer Assoziationsanalyse zeigen. Das ist ein sehr einfaches KI-Verfahren, das man verwenden kann, um dann etwas über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz für uns und auch für die Schule zu reden. Fangen wir aber an erstmal mit dem Bereich künstliche Intelligenz und der Frage, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Ein Mensch, der das schon
lange, lange, lange vor mir untersucht hat, ist Alan Turing. Manchen, der, wenn jemand Informatik studiert hat, bekannt als der Erfinder der Turing-Maschine und damit der Komplexitätstheorie. Vielen, die auch vielleicht im Kino waren, bekannt als derjenige, der den Enigma-Code im Zweiten Weltkrieg mit Hilfe eines Computers knackte, hat sich aber auch ganz viel mit dem Bereich Künstliche Intelligenz beschäftigt und sich überlegt, was eine Künstliche Intelligenz ist. Und hat dafür einen Test entwickelt, der auch nach ihm benannt ist, der sogenannte Turing-Test. Dabei setzt sich ein Mensch vor einen Computer und stellt diesem Computer, also tippt Fragen in den Computer, und der Computer antwortet auf so viele Fragen, wie man möchte. Und wichtig ist am Ende, dieser Mensch soll entscheiden, redet er auf der anderen Seite, also wer antwortet? Antwortet ihm auf der anderen Seite ein Mensch oder antwortet ihm eine künstliche Intelligenz? Und wenn die Person das nicht herausbekommen kann oder vielleicht sogar falsch liegt, dann liegt dort eine künstliche Intelligenz vor. Wenden wir das also mal auf etwas an, womit man heutzutage reden kann, einem Smart Speaker. Wenn Sie sich selber fragen, können Sie mit diesem Smart Speaker die Turing-Test machen? Ja, würden Sie glauben, dass dahinter ein Mensch sitzt und keine Maschine, die Ihnen antwortet? Ich hoffe, jeder von Ihnen würde hier sagen, nee, also das ist garantiert kein Mensch, der dahinter sitzt. Und das ist auch das Problem. Es gibt auf diesem Planeten noch keinen Test, also keine KI, die jemals diesen Test glaubhaft bestanden hat. Was bedeutet, wir haben eigentlich gar keine künstliche Intelligenz, wenn man auf die Turing-Definition guckt, auf die man sich beruft. Und wir könnten eigentlich diesen Vortrag jetzt abschließen. Das Problem daran ist, eigentlich reden wir ja überall über künstliche Intelligenz. Da muss es ja also irgendwie einen Ausweg geben, dass man sagt, okay, was ist denn dann künstliche Intelligenz? Und deswegen reden heute, wenn die Leute medial oder in Talkshows oder in Diskussionen über künstliche Intelligenz reden, sehr häufig über sogenannte schwache künstliche Intelligenz. Und dafür muss man jetzt gucken, ob man die vielleicht irgendwie greifbar macht. Und viele Definitionen, die man findet, auf irgendeine Art und Weise, gehen gerne auf die der Encyclopaedia Britannica zurück, in der es heißt, KI ist die Fähigkeit digitaler Computer oder computergestützter Roboter, Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen in Verbindung gebracht werden. Das ist an sich eine sehr schöne und greifbare Definition, hat aber das Problem der höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeit von Menschen, da man diese auch beispielsweise mit Gedichte auswendig lernen in Verbindung bringt. Das wiederum aber, wenn man sich das in einen Computer rüberprojiziert vorstellt, ist nichts anderes, als wenn wir dort in eine Word-Datei den Zauberlehrling reinschreiben und wenn wir ihn wiedergeben sollen, die Datei wieder öffnen. Und das hat bei dem Computer überhaupt gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Weswegen diese Definition schon da so ein paar Knackpunkte hat. Und deswegen geht man auf eine Definition gerne zurück, die etwas weiter zurückliegt. Sie sehen, das Thema KI ist auch keine Erfindung, das jetzt erst seit 2-3 Jahren existiert. Schon in den 50er, 60ern kam es das erste Mal auf und in 1983 sagte Alan Rich dann, Artificial Intelligence is a study of how to make computers do things at which at the moment people are better. Und das ist eine Definition, mit der man auch relativ gut diese schwachen künstliche Intelligenz oder die künstliche Intelligenz, mit der wir heute reden, fassen kann. Gucken wir uns nämlich jetzt einfach nochmal Alexa an. Sie würden jetzt natürlich sagen, oh, ich höre von Alexa vielleicht zwischendurch immer nochmal, sie versteht nicht, was ich sage. Das stimmt, da ist sie vielleicht gar nicht so gut wie ein Mensch. Aber Alexa spricht dafür ganz schön viele Sprachen. Wenn man mal gucken würde, wahrscheinlich sogar alle Sprachen, die auf dieser Welt gesprochen werden, und kann damit arbeiten und diese verstehen. Beispielsweise mein Doktorvater konnte am Ende, glaube ich, irgendwas zwischen 6 und 10 Sprachen. Manche Menschen können vielleicht so 20, aber dann wird es langsam knapp. Was bedeutet, diese künstliche Intelligenz kann etwas besser, als es Menschen im Moment können. Und das ist in verschiedenen Sprachen etwas verstehen und darauf reagieren. Sodass wir auch sehen, okay, auch sowas wie so ein Smart Speaker ist eine künstliche Intelligenz. Das heißt, mit dieser Definition können wir jetzt arbeiten. Und wenn wir jetzt in diesem Vortrag über künstliche Intelligenz reden, reden wir immer über solche Arten von künstlichen Intelligenzen und nicht über eine starke, die den Turing-Test bestehen würde. Dann bleibt die Frage, wie funktioniert eine künstliche Intelligenz? Und das ist gar nicht so einfach. Früher noch nicht so stark, aber heute basiert künstliche Intelligenz eigentlich sehr häufig auf Daten, die analysiert werden und worauf dann reagiert wird. Und die Verfahren dazu, da gibt es Ausnahmen, das logische Schließen beispielsweise, wo natürlich kaum, wo man nicht so viele Daten braucht, aber im Normalfall gehen die Verfahren von vielen Daten aus. Und hier ist auch das Problem, wir brauchen nicht nur qualitativ hochwertige Daten, wir brauchen hier vor allen Dingen auch eine große Menge an Daten. Und umso mehr Daten wir haben, umso besser ist eigentlich die künstliche Intelligenz, die dahinter auch arbeitet.
Und da kommt das zweite Thema dieses Vortrags ins Spiel, das Thema Big Data. Besteht insgesamt aus zwei Bereichen, dem Big, dem Groß und dem Data. Und so kann man sich auch mal nähern, was ist denn Big Data? Zuerst gucken wir auf die Daten. Bei Daten sagt man eigentlich, es gibt zwei Extrempunkte, das sind strukturierte und unstrukturierte Daten für diesen Bereich Big Data. Strukturierte Daten freuen so jemanden wie mich, ich habe in Datenbanken promoviert. Das sind einfach Daten in so einer Tabelle. Die Tabelle hat Attribute, die man hier oben hat. Das ist eine Menge von Attributen, die man irgendwie ordnet in einer entsprechenden Reihenfolge. Und die Werte, die ich dann als Zeilen dort eintrage für diese Attribute, haben eine Struktur. Und diese Struktur kann ich beschreiben. Das Datum, das wir beispielsweise sehen, schreibt eine führende Null vor, Einzelwerte, Trend durch Punkt. Es kommt Tag, Monat und Jahr. Und das Jahr ist vierstellig. Das hat also eine sehr schön greifbare Struktur. Und alle Daten unter Geburtsdatum haben auch diese Struktur. Davon kann ich sicher sein und damit kann ich arbeiten. Demgegenüber stehen die unstrukturierten Daten. Unstrukturierte Daten können beispielsweise PDFs sein. Sie sehen hier das PDF zur medienkonzeptionellen Arbeit an Schulen. Da gibt es Texte, Bilder, Tabellen. Auf jeden Seiten ist es nicht gleich. Und trotzdem stecken eine Menge Informationen in diesem PDF. Das ist unbestritten. Das Gleiche gilt für Videos. Das hier wäre zum Beispiel das Video für unsere Online-Pinnwand, OPSH. Da gibt es ganz viele Informationen für die Nutzer, für den Überblick, wie sie funktioniert. Aber Struktur in dem Sinne, wie wir es gerade gesehen haben bei den Daten, gibt es auch in einem Video nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Fotos. Bei diesem jungen Mann, der auch nicht wirklich existiert, gleiches Phänomen wie am Anfang mit This Person Does Not Exist, der gibt vielleicht auch Informationen preis über sein Alter, seine Haarfarbe. Und auch da stecken also Informationen drin, die aber auch keiner Struktur folgen. Und wenn wir also bei Big Data über Daten reden, reden wir über strukturierte und unstrukturierte Daten und alles, was dazwischen liegt. Damit hätten wir so ein bisschen die Daten in Big Data. Dann ist die Frage, wie gehen wir es mit dem Big um? Und dafür kann man sich einfach mal eine Studie angucken, die im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, die einfach einmal sagen sollte, wie denn das Datenwachstum über die Jahre ist und mit welchen Datenbeständen wir denn im Jahr 2025 konfrontiert werden. Und da zeigte die Studie, dass geschätzt im Jahr 2017 wir 160 Zettabyte an Daten 2025 haben werden. Jetzt sagen Sie, Zettabyte ist vielleicht eine Art von Wert, damit können Sie wenig arbeiten. Dann kann ich Ihnen sagen, das sind 160.000 Exabyte. Sagen Sie, Exabyte, die kenne ich jetzt auch noch nicht so wirklich. Gut, sind 160 Millionen Petabyte. Petabyte sagen manche jetzt schon, die so informatisch so ein bisschen sich interessieren. Okay, damit kann ich arbeiten. Für alle anderen, das sind 160 Milliarden Terabyte. Mit Terabyte kommen schon die ersten zurecht, das ist so die Festplattengröße, die man heutzutage kaufen kann. Wenn Sie sagen, oh, ich bin so eher im USB-Stick-Bereich unterwegs, da reden wir über Gigabyte, das sind also hier 2025 160 Billionen Gigabyte an Daten. Da werden Sie eine Menge USB-Sticks brauchen, um diese Daten zu speichern. Jetzt sagen Sie, ja, natürlich, unstrukturierte Daten habe ich gesehen, Videos, Bilder, lustige Katzenvideos, kann ich ganz viel produzieren. Hat das denn überhaupt irgendeine Relevanz, also sind das wichtige Daten? Und da kann man also mal auf das Wachstum der kritischen Daten gucken. Und auch hier sehen wir, dass das Datenwachstum rasant ansteigen wird über die Jahre. Die potenziell kritischen Daten sind dabei noch ganz entspannt. Da kann man sagen, okay, das sind wahrscheinlich Daten, die für unser fortlaufend und bequemes Leben wichtig sein könnten. Also da weiß man es noch nicht so genau. Also bei diesem blauen Bereich stellen Sie sich einfach vor, da müsste man in die Daten reingucken. Bei dem orangenen Bereich, den kritischen, da weiß man, dass sie für unser Leben wichtig sind. Und bei den hyperkritischen Daten wissen wir ganz sicher, dass es direkte und unmittelbare Auswirkungen auf unser Wohlergehen hat. Also es ist zum Beispiel die Flugsteuerung, die Bahnsteuerung, aber vielleicht auch die Steuerung der Herzmaschine im Krankenhaus, der Beatmungsgeräte, all diese Daten. Und Sie sehen hier zwar ein kleineres, aber trotzdem ein kontinuierliches Wachstum, was bedeutet, gerade auch diese kritischen Daten werden für unser Leben immer wichtiger. Und das ist also etwas bei schon hier 65 Zettabyte, reden wir hier auch über eine große Menge an Daten. Und so kommen wir auf den Begriff Big Data. Und jetzt könnte man wie bei der KI ja versuchen, das zu definieren. Das ist aber immer schwierig. Da tut sich auch die Informatik schwer mit. Deswegen hat die Informatik sich dazu entschlossen, hier eher auf eine Charakterisierung zu gehen. Dass man sagt, okay, wir versuchen Daten als Big Data zu charakterisieren. Und da geht man zurück auf das Jahr 2001 bei Douglas Laney. Der sagte, eigentlich besteht Big Data aus drei wichtigen Charakteristika.
Das ist Volume, Variety und Velocity. Beim Volume sehen wir schon, reden wir über Daten, die mindestens im Terabyte-Bereich vorliegen. Sie haben das Wachstum gesehen, das war 2001. Heutzutage würden wir wahrscheinlich schon in die Petabereich-Ebene und sowas hereingucken. Oder vielleicht sogar noch mehr. Bei Variety heißt es, wir haben eben nicht nur eine Art von Daten, sondern wir haben jede Art von Daten vorliegen. Das sind strukturierte und unstrukturierte, aber auch sogenannte semi-strukturierte Daten. In dem Kontext wird auch gerne mal gesagt Metadaten, also wenn Sie beschreibende Daten zu einem Bild beispielsweise haben, auch die zählen mit in diesen Datenbestand rein. Und man guckt sich die Velocity an, das heißt also die Schnelligkeit, dass man das analysiert, dass Sie hier eben nicht Jahre brauchen, um so einen Datenbestand zu analysieren, sondern bestenfalls die Datenströme und Daten, die Sie haben, in Echtzeit analysieren können, um daraus dann Entscheidungen zu treffen. Das war 2001. Mittlerweile geht man dazu über, diese Vs zu erweitern. Sie werden also, wenn Sie Big Data suchen, verschiedenste Vs finden. Die häufigsten, die man findet, sind eigentlich der Value, weil es heißt ja auch gerne, Daten sind das Gold oder das Öl des 21. Jahrhunderts. Sie finden hier also sehr, sehr viel, dass man häufig sagt, okay, diese Daten müssen auch einen Wert haben und sie müssen irgendwie zu der Steigerung des Unternehmenswertes beitragen, weil Big Data heutzutage immer noch ein sehr wirtschaftlicher Faktor ist. Und Sie gucken auch vermehrt auf die Veracity. Was bedeutet, Sie gucken, ob es Algorithmen gibt, die mir sagen können, dass diese Daten qualitativ hochwertig sind. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Wir hatten vorhin ja schon gesehen, KI erwartet auch eine gewisse Qualität bei den Daten und diese qualitative Bewertung der Daten behalten wir noch mal so ein bisschen im Hinterkopf. Wenn man jetzt weiß, dass es große Daten sind, kann man sich natürlich fragen, wo kommen denn diese Daten her? Und da gibt es verschiedene Datenquellen. So können Sie beispielsweise heutzutage sehr beliebt das über sogenannte Open Data Initiativen holen. Das Land Schleswig-Holstein selbst hat auch so etwas. Da können Sie im Internet sich aus den verschiedensten Lebensbereichen Daten, die für jeden vorhanden und zur Berechnung da liegen, holen und gucken, was Sie daraus für Zusammenhänge finden oder neue Schlüsse. Aber auch privatwirtschaftlich geht es gut zu. Soziale Medien, Facebook, Twitter, Instagram sammeln von jenen von Ihnen, die es benutzen, Daten ab und die sind strukturiert wie unstrukturiert und speichern die und können damit arbeiten. Natürlich gilt das auch für Versandhändler, hier natürlich jetzt exemplarisch Amazon als einer der größten, aber natürlich auch, wenn Sie bei Mediamarkt oder irgendwo bestellen, werden die Warenkörbe und was Sie bestellen, dort natürlich abgelegt. Aber auch kleinere Sensoren produzieren heute Daten. Das Wort Smart Home kommt ja sehr, sehr häufig, dass Sie zum Beispiel Gas oder Strom bei sich zu Hause smart steuern und auch das geschieht über Sensoren, die Daten produzieren und einfach auch hier große Datenmengen einfach erzeugen. Und viele von uns kennen das auch, sie haben irgendwas am Handgelenk, selbst habe auch so eine Sportuhr, die einfach zum Beispiel meinen Puls misst, die zeigt, wo ich längst gelaufen bin beim Sport und die auch, je nachdem, wie man sie benutzt, entsprechend Daten liefert und abspeichern kann. Da gibt es natürlich noch andere Quellen, aber das sind so die, wo man schnell mal drauf kommen kann. Und was kann man jetzt mit diesen Daten machen? Im Moment haben wir sie gesammelt, sie liegen da. Wofür tue ich das überhaupt? Und da ist der grundsätzliche Verwendungszweck Datenanalyse und Entscheidung auf Basis dieser Analyse. Ein sehr berühmter Data Scientist in Deutschland, David Kriese, hat das mal auf eine sehr lustige Art gezeigt. Er hat mal beim Spiegel 200.000 und mehr Artikel runtergeladen. Sie sehen hier jetzt gerade die Karte der Häufigkeit der Themengebiete, eingefärbt nach Redaktion. Gucken Sie sich diesen Vortrag mal an, er ist eine Stunde. Sie werden viel noch über diese Datenanalyse und dieses Big Data Thema viel mehr lernen und auch viel mehr Informationen bekommen, die wir hier heute einfach gar nicht zeigen können. Aber es zeigt einfach eine lustige Art von Datenanalyse. Natürlich kann man auch die Daten dann wirklich aktiv nutzen in verschiedensten Lebensbereichen, beispielsweise der Gesundheit. Hier geht es jetzt nicht nur um den wirtschaftlichen Faktor der Kostenreduktion, hier geht es auch darum, dass Sie diese Daten beispielsweise benutzen können, um medizinische Fehler zu vermeiden, aber auch um die Diagnose zu unterstützen. Nehmen Sie einfach den Wert, dass 1 Million Patienten mit bestimmten Symptomen kommen und man diese hat und darauf eine Diagnose fußt, dann kann man natürlich, wenn 1 Million und ein Erster kommt, mit den gleichen Symptomen schneller diagnostizieren, was er vielleicht hat und hier vielleicht sogar Menschenleben retten. Und es wird immer mehr, das sind die sogenannten Smart Cities als Beispiel. Hier wird natürlich Big Data produziert und durch Sensoren, wie wir gerade gesehen haben. Und dadurch lässt sich dann natürlich diese Stadt viel besser steuern. Sie wissen viel genauer, wo der Strom liegen muss, zu welcher Stärke, zu welcher Zeit. Sie können den Umweltverschmutzung verbessern. Sie können durch Verkehrsregelung beispielsweise den Verkehr intelligent steuern. Sie können über autonomes Fahren reden, was kommen wird, wo dann die Autos selbstständig fahren. All das fordert große Datenmengen.
die schnell analysiert werden und immer genau dort kommt Big Data zum Einsatz. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wie das denn dann mit der KI zusammenspielt. Und es ist natürlich so, wenn Sie große Datenmengen haben und ein Mensch die untersuchen soll, dann wird das irgendwann für den Menschen einfach schwer. Und deswegen greift man hier häufig auf KI-Verfahren zurück und sagt, okay, die haben die Power, Schlüsse zu ziehen aus den Datenmengen, die wir haben. Um das zu tun, muss man sich als erstes auf ein KI-Verfahren festlegen. Sie sehen hier einfach mal, ich finde das Bild immer sehr passend, so wie in so einer Apotheke. Sie haben ein Problem und müssen jetzt aus der Apotheke ein Verfahren suchen, das Ihnen passt. Da gibt es verschiedene Oberbegriffe, Logik, neuronale Netze. Also das hört man heute auch sehr gerne, das Nachbilden der Neuronen im Gehirn, die dann lernen, aber auch Kombipräparate, logisches Schließen. All das liegt da drin und der kleine Mann hier unten hält es schon hoch. Das sogenannte Data Mining, also dass Sie das aufgrund von Datenanalysen tun, das befindet sich hier entsprechend auch in jedem Regal mit dabei. Also diese Verfahren hier sind natürlich jetzt nicht nur datengetrieben, das geht auch ohne, aber eigentlich stellt man heutzutage in jedes Regal und jeden Themenbereich datengetriebene Verfahren rein, weil einfach diese Big Data Elemente heutzutage einfach vorliegen. Wie sieht dann so ein KI-Verfahren aus? Normalerweise wird heutzutage werden viele KIs trainiert. Das hört man auch sehr gerne, dass eine KI trainiert und dass sie lernen muss. Und das geschieht, indem man aus den Datenquellen, die später die KI irgendwie ja analysieren und bearbeiten soll und ihre Schlüsse ziehen soll und darauf reagieren soll, erstmal von diesen Datensätzen sich eine große Menge holt und die in zwei disjunkte Mengen aufteilt, also Mengen, die nicht, wo der Datensatz nicht bei beiden vorkommt. Also Sie haben immer getrennte Datensätze. Und zuerst nehmen Sie an dieses Trainingsset, geben das in die KI und die KI trainiert auf diesem Set. Und wenn man sagt, okay, die KI hat genug trainiert, dann wird das Testset genommen, in die KI gegeben, es wird geguckt, kommen die richtigen Ergebnisse raus? Wenn ja, ist alles gut. Wenn nein, fängt man mit dem Training nochmal an. Sollte alles gut sein, werden die Trainingsdaten verworfen. Sie können die Datenquellen direkt in die KI geben und ab dem Moment kann sie arbeiten, wie sie es benötigen. Für dieses Training oder auch Lernen, wie es gerne mal genannt wird, gibt es dann zwei Verfahren. Das eine ist das unbegleitete Training. Hier ist es so, Sie geben dieses Trainings- und dieses Testset und auch die Daten der KI und die versucht dort Muster zu erkennen, ohne dass irgendjemand ihre Rückschlüsse geben muss. Sie können sich einfach vorstellen, Sie geben eine große Datenmenge rein und man versucht durch eine sogenannte Cluster-Analyse von Gemeinsamkeiten in den Datensätzen dann darauf zu schließen, welche vielleicht zusammengehören und so vielleicht auch versteckte Strukturen in den Daten zu finden, was die vielleicht gemeinsam haben, was man vielleicht gar nicht wusste, um dort versteckte Strukturen einfach zu identifizieren. Wir werden uns gleich, ich hatte es ja schon gesagt, diese Assoziationsanalyse angucken. Das ist auch ein klassisches unbegleitetes Verfahren. Dagegen gibt es dieses begleitete Training. Hier läuft es etwas anders. Hier haben Sie eine künstliche Intelligenz, der Sie Eingabe und Ausgabe geben. Und diese KI versucht dann zu lernen, wie sie bei der Eingabe auf die richtige Ausgabe kommt. Nehmen wir hier mal die Klassifizierung. Sie haben eine Klasse A und eine Klasse B. Ein Datensatz kommt und die KI muss anhand der Datenpunkte in diesem Satz dann am Ende sagen, okay, dieser Datensatz ist Klasse A oder Klasse B. Und damit das funktioniert, brauchen Sie eine Art Lehrer, der KI bei der Eingabe dann sagt, welches denn die richtige Ausgabe wäre. Also was wäre denn hier die richtige Klasse A oder B im Trainingsbereich? Und das kennen viele dann, das wird heutzutage sehr, sehr häufig angewendet. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen auf einem Foto zu erkennen. Dann sagt man der KI, erkenne hier mal alle Menschen und als Vorarbeiten muss irgendjemand auf diesem Bild entsprechend die Menschen markieren und die KI versucht das dann auch und dann kann sie abgleichen, okay, war das denn richtig, um die Funktion zur Menschenerkennung zu lernen. Das sieht jetzt noch relativ abstrakt aus. Ich kann Ihnen auch sagen, jeder von Ihnen hat das schon mal gemacht. Das ist nämlich der klassische KI-Trainingsalgorithmus. Immer wenn Sie im Internet für Google nachweisen müssen, dass Sie kein Roboter sind, kriegen Sie so ein schönes Bild, wo Sie Aufgaben bekommen. Hier ist es jetzt, die Ampeln zu markieren. Das gibt es auch mit Autos, mit Menschen. Und das ist nicht nur dafür da zu sagen, dass Sie ein Mensch sind, sondern das ist auch dafür da, dass Sie einer KI helfen zu trainieren, indem Sie diese Klickarbeit auf den Fotos schon mal für Google machen. Das heißt, wenn Google irgendwann mal ein autonomes Fahrzeug rausbringt, das Sie fahren werden, können Sie sich freuen, dass jeder von Ihnen im Internet irgendwann mal dieses Training mitbegleitet hat und hier auch einen Beitrag geleistet hat, dass die KI gelernt hat, richtig zu fahren. Und das ist halt so das Beispiel für begleitetes Training. Und dann
kann man sich fragen, wie funktioniert denn jetzt wirklich so ein Verfahren? Wir könnten natürlich jetzt hier komplexere Verfahren wie neuronale Netze aufgreifen. Das ist aber sehr viel Mathematik und sehr komplex, wie wir schon am Anfang feststellten. Und daher soll hier mal ein einfaches, unbegleitetes Verfahren gezeigt werden, die sogenannte Assoziationsanalyse. Die Assoziationsanalyse wird gerne auch Warenkorbanalyse genannt und sucht eigentlich unbegleitet nach Korrelationen in großen Datensätzen. Das bedeutet, Sie haben eine Prämisse A und sagen, aus der folgt eine Folgerung B. Das können Sie sich als Beispiel, kann man da ein sehr berühmtes Beispiel nehmen, das es gar nicht wirklich gibt. Es war fiktiv, wurde aber lange in den Medien als stimmt tatsächlich genommen. Das war, dass die Firma Walmart einmal an ihren Datensätzen herausgefunden haben, dass wenn Bier gekauft wird durch männliche Kunden, daraus folgt, dass die auch ganz häufig Windeln kaufen. Weswegen Walmart der Geschichte zufolge seitdem Windeln immer zum Bier stellt. Das, wie gesagt, ist ein urbaner Mythos. Diese Geschichte gab es gar nicht. Aber es soll das so ein bisschen zeigen. Das Bier wäre hier die Prämisse und die Windeln wären die Konklusion. Und um die zu finden, wird im Allgemeinen ein zweistufiges Verfahren angewendet. Im ersten Schritt sucht der Algorithmus den Regeln, die einen sogenannten minimalen Support überschreiten. Und wenn man diese Regeln gefunden hat, guckt man dann, welche von diesen eine minimale Konfidenz übersteigen. Beides gucken wir uns gleich noch einmal in einem Beispiel etwas genauer an. Die Regeln, die dann diese Konfidenz überschreiten, sind die Assoziationsregeln, die für mich relevant sind und die ich mir näher angucken sollte und auf die ich reagieren sollte. Diese Verfahren werden heutzutage gerne erweitert. Das ist jetzt auch nicht mehr das Jüngste. Heutzutage guckt man nach weiteren Kennzahlen, die man hier gerne abbilden möchte. Berühmt ist dafür noch so ein bisschen der Lift. Aber Sie finden auch andere. Da wollen wir jetzt im Rahmen dieses Vortrags auch wieder nicht drauf eingehen. Sie werden das, wenn Sie danach suchen würden, aber auch finden, dass es da noch andere Regeln gibt. Wir konzentrieren uns hier für die Einführung einmal auf dieses klassische zweistufige Verfahren und die Support und die Konfidenz. Was ist damit der Support? Der Support ist mathematisch einfach die relative Häufigkeit eines Items im gesamten Datensatz. Bedeutet nichts anderes, gehen wir zurück auf diese Bier- und Windelbeispiel. Wie häufig wurde denn das Bier gekauft im Verhältnis zu allen Käufen meines Ladens? Und wie häufig wurde die Windeln gekauft in allen Käufen meines Ladens? Und dann für den Support, wie häufig wurde beides denn zusammengekauft im Verhältnis zu allen Käufen bei mir in meinem Laden? Was bedeutet dieses Vereinigtzeichen da oben mathematisch? Bedeutet eben, wir suchen bei dem Support die, wo A und B zusammengekauft wurden und teilen das durch alle Käufe. Und das soll dann eben diesen minimalen Support überschreiten. Dieser minimale Support, je nach Anwendungsfall, ist ein Prozentwert und der liegt gerne mal so bei 30-50%, je nachdem. Also man sagt dann einfach, okay, das soll schon zur Hälfte eigentlich bei mir in den Datensätzen zu finden sein oder weniger. Diesen Wert wählt man im Normalfall nicht ganz so hoch. Wie sieht das dann aus? Wir haben hier einmal einen Warenkorb abgebildet, einen fiktiven, einen sehr, sehr kleinen auch, gebe ich zu. Und hier oben sehen wir die Items. Wir können hier also kaufen eine Fritz-Cola, eine PlayStation 5. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, das ist eigentlich unrealistisch. Eine Einführung in KI, Grillkohle und eine Pfanne mit 28 Zentimetern. Und die einzelnen Zeilen hier nennt man Transaktionen. Die haben überall eine 1, wo gekauft wurde, und eine 0, wo es nicht gekauft wurde. Und die gesamten 12 Zeilen hier bilden dann am Ende meinen Datensatz. Meine Einkäufe für dieses Beispiel, wie gesagt, etwas kleiner gehalten. Sie können sich schon vorstellen, bei Amazon oder bei anderen Online-Händlern sind das hier Millionen oder Milliarden von Datensätzen einfach, mit viel, viel mehr auch, mit viel, viel mehr Items oben. Wie sieht das dann hier aus? Wir nehmen uns mal zwei Beispiele raus. Wir sagen, wir möchten, dass mindestens 50% meiner Transaktionen hier diese Regel unterstützen. Mein Datensatz hier eine relative Häufigkeit für die Regeln 50% sind und gucken uns mal den Support für Fritz-Cola und Grill-Cola an und sehen hier dann, okay, wir zählen mal durch, wo sind denn Fritz-Cola und Grill-Cola beides mal gekauft worden, also wo ist bei beiden eine 1, da zählen wir durch, sind 6 Datensätze. Wir haben hier einen Datensatz von 12 Transaktionen vorliegen, sodass wir insgesamt hier auf einen Support von 50% kommen, liegt also auf unserem Support, den wir suchen, auf unserem Grenzwert. Das heißt, die Regel nehmen wir mal mit. Und das Gleiche gucken wir uns nochmal an für eine PlayStation 5 und eine Pfanne. Da gucken, sehen wir auch, okay, man konnte hier in dem Laden 6-mal eine PlayStation 5 kaufen. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Menge, die man im Moment kaufen konnte, aber egal. Und eine Pfanne wurde auch immer dazu gekauft bei 6, sodass wir hier auch wieder wissen, 12 Transaktionen macht also insgesamt einen Support auch wieder von 50%.
Mit den beiden Regeln wollen wir jetzt mal loslaufen und sagen, okay, das sind die Regeln, die interessieren mich. Das Problem ist, bis jetzt haben wir nur über das relativ häufige Aufkommen geredet. Das wird jetzt im zweiten Schritt gegen die Konfidenz geprüft. Das ist wichtig, denn es könnte ja sein, dass die Regel A folgt B relativ zufällig auftritt, weil die Prämisse A einfach so häufig gekauft wird. Wenn also die Prämisse A sehr, sehr häufig vorkommt, ist es natürlich bei der relativen Häufigkeit einfach auch schon gegeben, dass es da natürlich auch viel häufiger irgendwelche Kombinationen geben wird, wie beispielsweise hier gerade auch in unserem Beispiel mit der Grillkohle. Und das heißt, wir suchen hier eigentlich nur Regeln, die diese Konfidenz überschreiten. Und das wiederum sieht dann so aus, dass man sagt, okay, die Konfidenz ist die relative Häufigkeit meiner Regel, A folgt B, gegen den Support, dass nur A, also nur die Prämisse in meinem Datensatz vorkommt. Und dieser Wert soll hier auch eine minimale Konfidenz überschreiten. Die wird dann jetzt in der Praxis relativ gerne auch hochgewählt, sodass man sagt, okay, ich will schon hier relativ konfidente Regeln haben, irgendwas um die 70-80% und weniger jetzt eine, die jetzt nur 20% konfident ist, das heißt, die nur von der Prämisse A abhängt. Und auch das können wir uns hier noch einmal angucken. Wir würden jetzt unsere beiden Regeln nehmen von gerade eben, haben wir gesehen, Fritz Cola Grillkohle 50%, 6 Zwölftel. Und deswegen würden wir jetzt einmal durchzählen, aha, wie viele Fritz Colas wurden denn gekauft und sehen, aha, in dem Beispiel haben wir ja von 12 Transaktionen die drin. Das heißt, die wurde relativ häufig gekauft und das wirkt sich auch gleich auf die Konfidenz auf. Wie gesagt, wir haben ja mal 80% genommen und sehen, oh, das ist eigentlich nur eine von 55%. Das würde also unter unserem Schwellwert liegen. Das heißt, diese Regel ist für uns eigentlich gar nicht so relevant, weil das an den hohen Käufen der Fritz-Kohle einfach in meinem Laden liegt. Demgegenüber würde man sich jetzt nochmal die PlayStation 5 und die Pfanne angucken. Da sieht man, okay, 6 Zwölftel galt für die Regel. Wie häufig wurde denn die PlayStation bei mir gekauft? Und da sehe ich, aha, das wurde auch nur 6-mal überhaupt gekauft. Das ist jetzt mathematisch ganz toll, weil 6 Zwölftel durch 6 Zwölftel ist 1 und damit 100%. Das ist jetzt dem Beispiel und dem kleinen Datensatz geschuldet. Aber das heißt, immer wenn die Leute bei mir eine PlayStation gekauft haben, haben die auch eine Pfanne gekauft. Das bedeutet für mich jetzt potenziell als Betreiber dieser Website oder dieses Shops, ich sollte ganz dringend jedes Mal, wenn die PlayStation gekauft wird, automatisch eine Pfanne mit in den Warenkorb packen. Oder wenn der Wert jetzt mal nicht 100% wäre, weil es ein paar mehr Daten sind, ich sollte mindestens jedes Mal, wenn die PlayStation in den Warenkorb kommt, das, was wir auch gerne kommen, Kunden kaufen gerne auch das und das, die Pfanne immer mit einblenden. Denn anscheinend habe ich hier einen super Selling Point, den ich einfach haben kann. Und das kann man jetzt eben auf Warenkörben machen. Man kann es aber auch gerne mit anderen Verfahren kombinieren, denn Sie haben ja gesehen, dass ein Datenkäufer vielleicht nicht nur von Amazon Daten kauft oder vom Mediamarkt, sondern auch von Facebook sich noch Daten kauft und vielleicht auch noch von Garmin, wenn Sie die Uhr umhaben. Und auf einmal kann man vielleicht anhand Ihrer Käufe identifizieren, dass Sie schwanger sind, weil wir sehen, Sie kaufen Produkte, die eigentlich Schwangere kaufen und auf Ihren Facebook-Fotos trinken Sie lange keinen Alkohol mehr und Ihre Garmin-Uhr sagt, Sie liegen vor allen Dingen sehr viel und da kann man so eine Schlussfolgerung vielleicht draus ziehen, obwohl Sie Ihrer Verwandtschaft selbst davon noch nichts erzählt haben. Das Gleiche gilt für Erkrankungen, das Gleiche gilt aber vielleicht auch für Büroaffären. All das könnte man hier mit geschickten Kaufanalysen und Kombinationen von KI-Verfahren schließen, neuronalen Netzen, Assoziationsanalysen daraus ziehen. Und das führt dann auf die Auswirkungen, die künstliche Intelligenz auf unser Leben haben wird. Die Auswirkungen sind ungebrochen positiv. Das sind nämlich, dass wir schon gesehen haben, wir können mit Alexa unser Leben vereinfachen. Wir können mit solchen Sprach- und Übersetzungstools und Chatbots Menschen unterstützen. Und ich glaube, niemand würde gegen sein, dass man einen Roboter hat, der hilft, dass alte Menschen ihr Leben besser leben können, dass sie geistig fit bleiben und dass sie nicht vereinsamen. All das sind positive Aspekte, die ganz klar in dieser Technologie stecken und die man nicht verteufeln muss und die man auch sich darüber freuen soll. Aber natürlich gibt es die negativen Auswirkungen. Wir wissen zum Beispiel, dieses begleitete Lernen erfordert das Markieren von Bildern. Und dafür werden heutzutage gerne Menschen eingestellt, die das machen. Und dort liegt der Tageslohn bei ungefähr $5 am Tag bei 10 Stunden dieser Klickarbeit. Sie sehen, dass das weit, weit weg vom Mindestlohn ist, den man vielleicht zahlen sollte. Auch hier ist es wie mit jeder neuen Technologie, wie man sie einsetzt, ist immer eine Frage der Person. So haben Sie zum Beispiel mittlerweile, dass Sie, wenn Sie als Uigure durch China laufen, vielleicht von der Polizei aufgegriffen werden, weil eine KI erkannt hat, dass Sie zu den Uiguren gehören und hier eigentlich gar nicht frei rumlaufen dürften.
Es geht um Privatsphäre. Ich habe es gerade schon angedeutet bei der Assoziationsanalyse. Natürlich ist es so, Daten werden gerne verkauft. Sie sehen es, Instagram verkauft 79% ihrer Daten an Dritte. Und das bedeutet, wenn ich viele Datenquellen habe und die zusammenbringe, kann ich mit KI und dem Big Data Rückschlüsse auf uns im Leben ziehen von den Personen und vielleicht auch Eingriffe in die Privatsphäre vornehmen, die ich gar nicht gedacht hätte. Und zum Schluss, und ich hatte es bei Big Data schon mitgenommen, die Qualität der Daten ist wichtig. Und was wir damit machen, wenn wir qualitativ hochwertige Daten oder Daten nehmen, die nur eine mindere Qualität haben oder nicht alles abbilden, dann kann es auch zu, manche Leute lachen da meistens noch drüber, dazu kommen, dass Facebooks Gesichtserkennungsalgorithmus schwarze Menschen mit Affen verwechselt. Das kann man jetzt lustig finden oder nicht, aber spätestens, wenn man am Flughafen rausgewunken wird, weil die KI weiße Menschen durchlässt, aber farbige Menschen immer durch den Zoll schickt, ist das so ein Punkt, wo man sich fragen muss, was für Daten wurden denn dort qualitativ reingegeben? Was ich damit sagen will, KI und Big Data ist eine Medaille mit zwei Seiten. Es gibt ganz viele positive und ganz viele negative Aspekte und beides wird am Ende Auswirkungen auch auf Schule haben. Der eine ist der technologische Aspekt, den viele im Blick haben. Es wird neue Systeme geben, die beispielsweise den Lernprozess individualisieren. BrainX steht jetzt als ein Beispiel zum Individualisieren beim Vokabelnlernen von Englischvokabeln. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Verfahren. Und es wird dazu, die KI wird Lehrkräfte unterstützen. Das IQSH selbst entwickelt gerade eine KI-App für Lesen macht stark, wo ein Chatbot drin sein wird, der pädagogisch-didaktische Fragen zu diesem Programm den Nutzern beantworten kann. Also wenn da mal schnell eine Frage hin muss, weil man sich nicht so sicher fühlt, kriegt man hier die richtige Antwort, die einen weiterbringt. Und natürlich werden überall die Anwendungen steigen, die digitalen, die KI unterstützt sind. DeepL hier als Beispiel als Übersetzer ist jetzt schon, wie gesagt, so gut, dass man damit einfach Texte übersetzen kann. Aber, und dafür sind wir im beim Medienkompetenztag, es wird auch die Medienkompetenz durch KI, Medienkompetenz wird sich mit KI und Big Data beschäftigen müssen. Und dazu gehört, wie es funktioniert. Also wie funktioniert KI, wie funktioniert Big Data und dafür ein Verständnis zu bringen, was dahinter steckt. Auch, und das geht so ein bisschen in den oberen Teil, wie man mit solchen KI-gestützten Systemen arbeitet. Das ist natürlich etwas, das sehen wir oben, das hat diesen technologischen Anstrich, der geht da gleich mit rein. Da das Ganze immer mehr auf Datenanalyse basiert und auf Datenverarbeitung und Entscheidung, ist es natürlich wichtig zu wissen, wie diese Verfahren funktionieren in der Datenanalyse und auch zu lernen, dass man das auch mal hinterfragt, dass man sich sagt, warum kam der Algorithmus auf die Idee, dass er schwarze Menschen nicht erkennen kann? Liegt das an der Datenanalyse und vielleicht auch an der fehlenden Streuung der Daten und der Auswahl der Trainingsdaten? Und all das führt dann auch auf eine ethische und datenschutzrechtliche Problemstellung, die man Schüler erkennen lassen muss und die man ihnen zeigen muss, dass die existiert. Wie gesagt, positive wie negative Auswirkungen und ihnen den Freiraum gibt, dieses auch im Unterricht und in der Schule zu diskutieren. Also ein sicherer Raum, wo man diese Konflikte und dieses Für und Wider auch vernünftig und sinnvoll versucht aufzuarbeiten und zu diskutieren. Und mit diesen letzten Folien möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie mir zugehört haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig das Thema näher bringen. Und wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, wenden Sie sich gerne an uns über medienberatung@bildungsdienste-landsh.de. Ich freue mich dann auf die Diskussion am Medienkompetenztag und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.